Herzlich willkommen zu Folge 7 des Einwirkraftprojekts von Tilera mit mir RSG. In der letzten Folge haben wir uns ein wunderschönes Auto-Crafting-System gebastelt und uns dabei ganz spezifisch mit Mechanism und natürlich auch Refined Storage auseinandergesetzt und wie die beiden Mods jeweils funktionieren. In dieser Folge möchte ich mich mal darum kümmern, dass ich nicht mehr das hier als meine Rüstung bezeichnen muss. Ein Diamanthelm und ein Resonant Jetpack und auch nicht mehr mit einer Diamantspitzhacke und einem Diamantschwert rumlaufe, sondern dass ich endlich mal vernünftige Waffen und natürlich auch eine vernünftige Rüstung habe. Und ich denke, wir fangen damit mit der Rüstung an. Und es ist zum Glück eine schöne neue Mod hinzugefügt worden durch Tilera, die meine Frage nach einer Rüstung sofort geklärt hat, als ich gesehen habe, dass sie hier drin ist. Und dementsprechend werden wir uns damit jetzt beschäftigen. Und die Mod, um die es heute geht, ist. Okay, das ist nervig. Modular Power Suits natürlich, denn diese Mod ist einfach nur geil. Und ich habe das letzte Mal in der 1.6 damit gearbeitet und jetzt in der 1.12 sich die mal wieder anzugucken. Heiliger, haben die viel daran geändert. Also haben wir uns mal eben unseren Power Armor Tinkertable gecraftet. Und es sind in diesem Pack drei Rezepte so gesehen immer freigeschaltet. Und zwar eben einmal Thermal Expansion Rezepte, einmal Ender.io Rezepte und einmal, ich weiß gar nicht genau was für Rezepte. Ich glaube, das ist irgendwie diese komische Technik-Mod da. Tech Guns, nee, Magneticraft könnte es sein. Das ist, glaube ich, eine der Mods, die da auf jeden Fall mit reinspielt. Oder Tech Reborn, eine von den beiden. Auf jeden Fall aber. Eine Mod, die ich nicht benutzen werde, um die Crafting-Sätze zu erstellen, weil die Sachen viel zu teuer sind. Denn Thermal Expansion ist natürlich meistens am günstigsten. Also stellen wir unseren wunderschönen Power Armor Tinker Table mal irgendwo hin. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ganz billig hier hin. Wobei das ein bisschen blöd ist, weil der dann so weit oben steht und ich möchte den eigentlich schon sehen können. Also vielleicht stelle ich ihn hier hin. Das ist doch eigentlich cooler. Und dann nehmen wir uns Teile. Denn, wie ihr seht, ich habe ein bisschen vorbereitet, denn ich weiß schon 1 zu 1, dass ich in meiner Power Suit einbauen möchte und ich hatte keine Lust, den ganzen Kram so zu craften. Also einfach alles so ins Inventar geschmissen. Die Rezepte kennt ihr alle. Solenoid stellt ihr her mit diesen Rezepten hier. Das hier ist Steel, das hier ist Tungsten. Natürlich habe ich, glaube ich, das Rezept genommen, denn Energetic Alloy ist relativ günstig. Oder ich habe Invert genommen, eins von beiden. Servo Motor ist auch super billig in Thermal Expansion, weil der Redstone-Server nur Redstone und Eisen ist. Der Rest ist irgendwie viel teurer, wie man sieht. Dann haben wir die Ion Thruster. Die stellt ihr so her. Auch da wieder Thermal Expansion am günstigsten, denn Vibrant ist auf jeden Fall teurer als Electrum. Dafür brauchen wir Force Field Emitter, die wir auch als eine der Sachen haben. Und wieder einmal Thermal Expansion am günstigsten, denn ein Energy Cell Frame ist halt nur ein LED-Gear und Glas und Eisen, während das Ding hier schon ganz schön teuer ist. Und das hier will ich, glaube ich, gar nicht von reden, wie teuer der Iridium Plate ist. LV Capacitor habe ich sogar, glaube ich, aus Ender.io genommen, weil ich es zu nervig fand, den Machine Frames dafür zu craften. HV Capacitoren ist auch wieder ganz klar Thermal Expansion der Sieger, sieht man ja. EV Capacitoren, also Extreme Voltage, ist bei allen gleich. Der Trick dabei ist der Computerchip. Und auch da wieder sagen die Rezepte, glaube ich, viel aus. Wobei tatsächlich das Multimeter ein bisschen blöd ist, denn ihr braucht dafür Gold Gears. Und Gold Gears haben das gleiche Rezept wie der Ring. Aus Ether. Also Ether Ring haben wir. Ring. Da, den da. Wie ihr seht, genau das gleiche Rezept. Und somit habe ich nicht geschafft, das ins Autocrafting einzuspeisen, weil ich damals noch nicht wusste, wie das geht. Damals vor allem, das war vor ein paar Wochen inzwischen, glaube ich fast. Keine Ahnung. Auf jeden Fall aber habe ich somit das Ender-Rezept genommen, denn das ist auch relativ günstig und war auf jeden Fall leichter mit dem Yeta Ranch hier und dem ganzen Kram. Und das hier ist ja einfach nur ein Stone Gear, das kann ich einfach mit Cobblestone herstellen. Das ist ja. Na, was soll ich dazu noch sagen? Iron Plating ist auch hier. Invar Gear ist nerviger als so schnell als ein Basic Capacitor, den wir sowieso schon drin hatten. Also habe ich das genommen. Den hatten wir gerade schon. Hologram Emitter ist natürlich wieder von Expansion ganz klar der Sieger. Und wir haben noch Control Circuits, die das. Nee, das, okay, das sind unterschiedliche Sachen, ja. Aber auch wieder klar, das am günstigsten. Denn diese Dinger hier sind halt einfach nur ein Ingot und zwei Redstone. Auch wieder, wie eben auch die anderen Dinger hier. Das ist echt schlimm. Und Solar Panels, auch da gibt es ja keine große Diskussionsfrage. Magneten. Stellt ihr so her, auch da wieder Thermal Expansion, klar. Und dann haben wir noch die Dinger hier, die Insulated Rubber Hoses. Und das ist das einzige Mal, dass ich dieses Rezept dort oben benutzt habe, denn Rockwool ist nervig zu bekommen und Darksteel Grinding Balls sind noch nerviger zu bekommen, weil ich sowohl Darksteel als auch ein Induction Furnace noch nicht hatte. Also habe ich Rubber genommen, denn das hatte ich schon. Und Reinforced Glass habe ich aus Tech Reborn genommen, denn dafür brauchen wir nur eine Advanced Alloy Plate in einem Compressor oder aber in einem Thermal Expansion Compactor. Dafür brauchen wir dann das Ding hier, dafür brauchen wir dann das Ding hier und das da wird wiederum so hergestellt, einfach mit Refined Iron, Bronze und Zinn. Und Refined Iron ist einfach nur geschmolzenes Eisen. Also war das, glaube ich, noch die einfachere Variante, als sich hier mit Industrial Craft rumzuschlagen oder mit einer der anderen Varianten. Und zuletzt, Liquid Nitrogen, habe ich tatsächlich auch das Ender-Rezept genommen, denn das hier ist auf jeden Fall
das zweiteuerste Set nach dem, weil das einfach extrem nervig ist, herzustellen mit diesem. Wobei, nee, das ist, glaube ich, sogar das günstigste. Es ist halt nur, dass ich die Maschinen dafür nicht hatte. Also so gesehen ist sogar das günstigste, denn die sind halt auch nicht so teuer. Aber naja, das war für mich jetzt einfacher. Gut, nachdem ich mir jetzt aber schon die ganzen Rezepte für die ganzen Einzelteile angeschaut habe, warum auch immer, ich weiß auch nicht, ich bin wirklich so ein Idiot, dass ich immer auch noch Rezepte mit angucke mit seinen Zuschauern. Naja, möchte ich mir natürlich auch nochmal schnell die eigentliche Powersuit craften, denn was bringen mir all diese Einzelteile, wenn ich nichts habe, wo ich sie reinbauen kann? Also machen wir uns eine wunderschöne, vollständige Power Armor. Nämlich mit wunderschönem Power Armor Helmet, Chestplate, Leggings und auch den Boots und natürlich, natürlich, klar, auch der Power Fist. Denn auch davon möchte ich gerne ein paar Sachen haben, die ganz cool sind und die vielleicht sogar einige meiner Psy-Spells zumindest weniger wichtig machen könnten. Mal sehen. Also, wir haben alles. Wir schmeißen den ganzen Kram weg und ziehen uns unsere Powersuit an. Und die sieht auf den ersten Blick ein bisschen strange aus. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, dass die so aussieht. Aber das werden wir gleich erstmal ändern. Zuerst einmal schmeiße ich nochmal schnell meinen Jetpack ins Ladegerät, denn ich mag es nicht, wenn Sachen halb voll in ein System kommen. Warum auch immer, das ist so Perfektionismus halt mal wieder von mir. Und den Helm repariere ich mal schnell, denn auch das ist natürlich ganz sinnvoll vielleicht. Genauso wie ich übrigens die Axt auch mal gerade reparieren kann, denn keine Ahnung, ich möchte die Axt nicht verlieren. Dann schmeißen wir das Jetpack einfach mal in unser System, denn das ist ja ein cooles System, da kann man das ja machen. Und holen uns nochmal die Powerfist wieder, die aus irgendeinem Grund gedroppt ist. Und dann gehen wir mal an den Tisch und schauen uns an, dass das Spiel extrem laggt oder abgestürzt ist. Ich hasse es. Ja, nachdem es abgestürzt ist, ich habe auch keine Ahnung. Also, wir nehmen uns die ganzen Teile und schauen uns mal an, was wir in unsere Suit so einbauen wollen. Zuerst einmal müssen wir was ändern im Visual Tab, denn das Blau geht mir auf den Senkel. Also stellen wir hier einfach mal auf weiß. Das wollte ich nicht. Ich wollte die auch alle anhaben weiterhin. Ich wollte nur, dass einer auf weiß haben. Danke. Und auch hier stellen wir dich auf weiß. Und warum machst du das? Warum tust du mir das an? Auch das möchte ich gerne so haben. Und auch die Arme möchte ich gerne haben. Und das Jetpack übrigens auch. Denn ich werde ein Jetpack natürlich einbauen. Das heißt, ich baue mal das Jetpack an. So, als visuelles. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus, oder? Eigentlich? Eigentlich auch nicht, ne? Ich kann es auch auslassen. Nee, sieht irgendwie gut aus mit, ne? Okay. Dann die Leggings, die natürlich weiter oben sind. Und auch dort bitte. Achso, nee, das ist Armor. Die wollen wir natürlich nicht. Die sind nicht so gut aus, finde ich. Ich möchte lieber die Pantaloons und zwar schön in weiß. Und auch dort bitte die wunderschönen weißen Pantaloons, Boots-Dinger da. Und damit sollte ich eigentlich alles haben. Habe ich irgendwas hier noch vergessen? Das sieht irgendwie so aus, als wäre da noch was nicht da, wo es sein soll. Nein, okay, ist alles da. Wunderbar. Dann haben wir nämlich jetzt den Skin, den ich gerne mag an der Power Suit. Diesen wunderschönen, schicken, modernen, technischen Skin. Und können dann hier dran gehen. Und zwar natürlich in den Tinker-Bereich. Und zuerst natürlich auf unseren Helm. Und das erste, was wir einbauen, ist ein Energy Shield. Und die Field Strength stellen natürlich voll. Warum denn nicht? Denn das Energy Shield ist unsere Rüstung. Und ist natürlich auch die beste Rüstung. Sie braucht Energie, aber bringt halt extrem viel Rüstungspunkte. Dann das gleiche für alle anderen Teile, auch nochmal schnell. Und immer den schönen orangenen Balken hochziehen. Denn wenn ihr den nicht hochzieht, seht ihr schon, dass das Ding eigentlich 0 Punkte Rüstung bringt. Das ist zwar eingebaut, aber es macht überhaupt nichts. Ihr seht, 0 Punkte Rüstung bringt euch natürlich nichts. Wir wollen 6 Punkte Rüstung, brauchen dafür natürlich auch 5000er Rev, aber who the hell cares? Also einfach alle schön mit diesem wunderschönen Energy Shield ausstatten. Die zweite Sache, mit der ich alles ausstatten möchte, ist Radiation Shielding. Einfach weil ich es kann. Da gibt es keinen spezifischen Grund, einfach nur weil es kann. Es kostet nur 3 Eisenplatten und Eisen ist billig. Also einfach einbauen. Dann möchte ich gerne Transparent Armor als kosmetisches Modul haben, damit ich meine Rüstung im Zweifelsfall einfach vollständig unsichtbar machen kann. Auch das hat natürlich einen Grund, der nicht nur kosmetisch ist, wie es hier steht, aber das werden wir dann auch noch sehen. Dann natürlich ein High Efficiency Solar Generator, denn natürlich möchte ich ein bisschen Energie generieren können und da das Ding billig ist, nehmen wir natürlich den High Efficiency, denn warum sollte man den normalen nehmen, wenn man einen High Efficiency hat? Ist doch logisch, oder? Dann nehmen wir den Water Electrolyzer, damit wir unendlich lange unter Wasser atmen können. Einfach auch da wieder, weil man es kann. Den Autofeeder, weil man es kann. Dort aber stelle ich den Autofeeder auf Efficiency 50, denn dann braucht er weniger RF, als wenn ich so mache, wo er einfach 1,1 Kilo RF braucht. Das ist einfach schwachsinnig. Also lieber nur 100 RF und nur 50% Effizienz, das ist mir dann doch lieber. Denn Essen ist nicht so schwer zu bekommen. Gut, RF auch nicht, aber naja. Dann Night Vision und Binoculars, einfach weil ich es kann. Was nicht mal, weil man es unbedingt braucht, sondern einfach, weil man es kann. Ne? Heißt also, ich stelle auch die mal ein auf, sagen wir, 300%. Und da ihr schon seht, dass die jetzt auch was bringen,
sollten wir vielleicht mal schnell einen Keybind dafür zuweisen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was gemacht, das kann ich gleich nochmal wieder selber einstellen. Also ich nochmal schnell so alles zur Seite schieben. Und ich weiß gar nicht, was nehme ich als Keybind? Z, ist Z frei? Ich weiß es gar nicht, ob Z frei ist, aber ich mache mal Z und stelle da die beiden auch Keylogs drauf. Und ich mache mal einen Rechtsklick drauf, denn wenn ihr einen Rechtsklick macht, dann seht ihr das hier im HUD und könnt dann sehen, ob es aktiviert ist oder deaktiviert ist. Okay, es macht nichts mit Z, also muss ich was anderes nehmen als Z. Keine Ahnung. Dann nehme ich halt, sagen wir mal, das hier, R-Bracket ist die Taste genannt. Kann ich das drücken? Okay. Und dann seht ihr natürlich, wie ich das damit wunderschön toggeln kann. Und da ich aber sehr gut sehen kann, ob das anders ist oder nicht, mache ich das wieder aus dem HUD raus. Ich wollte jetzt halt nur wissen, ob der Keybind funktioniert. Dann überspringe ich mal ganz kurz den Flight Control Chip, damit ich euch gleich zeigen kann, was der tatsächlich macht. Und mache zuerst einmal die Clock und den Compass rein, denn ich mag einfach Sachen am HUD zu haben. Keine Ahnung, eigentlich brauche ich das überhaupt nicht, aber wir machen es einfach mal rein. Und kostet nicht viel. Aber dann schauen wir uns jetzt die Power Armor Chestplate an, wo wir natürlich eine Ultimate Battery reinbauen. Ist ja klar, denn irgendwo muss der Strom ja gespeichert werden. Und warum was Schlechteres als das Beste nehmen, wenn man sich das Beste leisten kann, ne? Tatsächlich kann man aber nicht mehr wie in früheren Versionen, die ihr vielleicht noch kennt, hier die Energie einstellen, sondern ihr habt wirklich halt nur die verschiedenen Tiers und fertig. Und da ist die Beste eben natürlich nochmal umso wichtiger, dass man die hat, denn, naja, das ist halt nochmal wichtiger, dass man Strom hat. Dann haben wir noch den Thermal Generator, für den mir noch eine Eisenplatte fehlt, weil ich ein Idiot bin und die noch nicht gecraftet habe. Aber wir können, glaube ich, die mal ganz kurz so craften, wenn ich die sofort unter dem Namen finde, der auch angegeben ist. So, okay, einmal noch ein Iron Plating und dann sollten wir damit jetzt in der Lage sein, auch noch das letzte, nämlich noch den Thermal Generator hier zu installieren. Und natürlich auch dort wieder gilt ganz klar natürlich die Variante, dass wir das natürlich auch vollziehen wollen. Warum denn nicht? Und dann kommt jetzt das Jetpack mit 4 Ion Thruster. Und Ion Thruster, erinnert euch auch noch, sind sehr, sehr teuer. Und was dabei aber wichtig ist, dass wir das auf jeden Fall hochziehen müssen, ansonsten bringt es nichts. Ihr seht, jetzt ist es gerade bei 0 Arithmetik und auch bei 0 Newtons und macht also somit gar nichts. Heißt es, ihr müsst auf jeden Fall den Thrust überhaupt einstellen und warum ihn dann niedriger stellen als das Maximum. Ist so immer die grundlegende Devise, was das angeht. Aber dafür müssen wir jetzt natürlich erstmal ein Keybind festlegen. Denn momentan haben wir das Jetpack immer an und wir wollen es vielleicht nicht immer anhaben. Heißt also, wir legen uns ein Keybind fest und zwar möchte ich das gerne auf F haben. Das Problem ist nur, dass aus mir nicht erfindlichen Gründen das Ganze nicht funktioniert, wenn ich irgendwie einen anderen Keybind belegt habe. Das heißt also, wir müssen mal ganz schnell hier unten hin, scrollen zu unseren Simply Jetpacks und das einmal zum Beispiel auf J stellen. So, und jetzt kann ich das benutzen, wie ihr seht. Wunderbar. Und ich lasse es mir gerne im HUD anzeigen, weil das ein bisschen schwieriger so zu sehen ist. Wobei, eigentlich hört man es, wenn es an ist, also gleichzeitig kann ich es eigentlich auch wieder aus dem HUD rausmachen. Aber einfach nur, um es zu sehen, eben, dass es da ist. Aber wiederum seht ihr ja jetzt schon, dass das jetzt ein bisschen blöd gemacht ist. Und darum kümmere ich mich gleich. Denn ihr seht schon, momentan ist es einfach nur ein Jetpack, das einfach nur mit Leertaste gedrückt einen nach oben fliegen lässt und fertig. Nichts Besonderes, nichts Tolles und sehr, sehr nervig. Wenn wir das ein bisschen besser machen wollen und sozusagen einen Hover-Mode implementieren wollen, wie bei unserem anderen Jetpack, dann brauchen wir eben genau diesen Flight-Control-Chip. Genau dafür ist er nämlich da. Und jetzt seht ihr schon, dass ich einfach nur dadurch, dass ich diesen Flight Control Chip installiert habe, auf einmal dauerhaft fliege, selbst wenn ich auf dem Boden stehe. Und dass ich jetzt einfach und gerade in der Luft stehe. Und ich muss gerade mal ganz kurz wirklich diese Sache da ändern. Das stört, glaube ich, ganz schön, wenn das die ganze Zeit am Rumflackern ist. Heißt, wir machen zumindest einmal ganz schnell hier Night Vision auf dem Keybind, den ich immer benutze dafür. So. Einmal so gemacht. Gut, also auf jeden Fall eben das Jetpack, jetzt eine wunderbare Sache, dass wir jetzt damit normal durch die Gegend fliegen können. Außerdem, was das Tolle an diesem Jetpack ist, dass wir einfach Shift drücken können und damit in der Luft tatsächlich shiften können. Wir brauchen eine eigene Taste, um runter zu fliegen. Und ich glaube, das ist irgendwie ein grafischer Bug, dass jetzt auf einmal alles so komisch aussieht. Darum kümmere ich mich auch gleich noch, denn das ist auch ein Bug, den ich schon kenne. Vorher aber müssen wir nochmal schnell in die Modular Power Suits Bereiche gehen. Und das ist doch schon der Go-Down-Key. Warum funktioniert denn der nicht? Warum nimmt er denn der nicht? Das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Denn Steuerung möchte ich auch nicht nehmen. Denn Steuerung ist ja auch noch Sprinten. Und ich will auch sprinten können. Also ist das ein bisschen blöd. Ich habe es jetzt einfach doch auf Shift gestellt. Das Hoch- und Runterfliegen. Einfach aus dem Grunde, dass ich ja auch Shift-Leertaste gleichzeitig halten kann, um trotzdem noch in der Luft zu stehen. Denn sonst ist es echt nervig. Ich habe Steuerung ja mit Sprinten belegt und das ist ansonsten echt nervig zu machen. Aber um nochmal schnell zu zeigen, was der Flight Control Chip jetzt nochmal wirklich macht, denn ihr könnt ihn natürlich auch einstellen, ist noch, dass wir natürlich jetzt auch noch die Y-Look-Ratio ändern können. Und das sorgt dafür, dass wir in die Richtung gucken können, in die wir fliegen wollen. Heißt, ihr seht schon, ich gucke nach unten und nach oben und fliege dorthin, wo ich hinschaue.
was meiner Meinung nach mehr nervig ist als gut und dementsprechend lasse ich es mal aus. Aber für die Leute unter euch, die das vielleicht cool finden, ist es eben auch vorhanden, diese Option. Und deswegen mache ich sie aber wieder aus, denn ich mag sie nicht. Als wiederum nächstes kümmern wir uns natürlich noch um die Active Camouflage. Die ist extrem cool, denn die sorgt dafür, dass wir ganz gemütlich uns einfach so unsichtbar machen können. Und zwar vollständig unsichtbar, soweit ich zumindest weiß. Ohne Partikeleffekte, ohne irgendwas, ohne irgendwie. Einfach nur Vollgas unsichtbar. Coole Sache auf jeden Fall. Und diese Grafikglitches, wie gesagt, da muss ich mich nochmal drum kümmern. Dann natürlich ein Advanced Cooling System, denn warum was Schlechteres haben als das Beste, was geht? Also auf jeden Fall ein Advanced Cooling System, wenn ich nicht dafür noch wieder mal nicht alles hätte. So, jetzt aber. Also, die Basic Cooling System Variante ist natürlich Schwachsinn, denn warum das Schlechtere nehmen, wenn man das Bessere haben kann? Zack, rein. Und natürlich gilt auch hier, dass wir natürlich dieses Ding hochziehen müssen. Und was bringt das Ding jetzt überhaupt? Ihr seht an der rechten Seite zwei Leisten. Ihr seht die RF-Leiste, die kann man sich, denke ich, erklären, wofür die da ist. Aber ihr seht eben auch eine Leiste, wo jetzt momentan 0 steht. Die 0 steht für Hitze. Und wenn ihr die Power Suit benutzt, hauptsächlich die Power Fist in ganz bestimmten Modi, erzeugt ihr nicht unangemessene Mengen an Hitze. Und das Advanced Cooling System hilft euch dabei extrem, diese Hitze loszuwerden. Noch wichtiger ist das Ganze im Nether, denn während ihr in der Oberwelt oder auch in jeder anderen normalen Dimension, die mir bekannt ist, keinerlei Probleme habt, eure Hitze auch so zu verlieren. Und wenn ihr doch mal ein bisschen mehr Probleme haben solltet, dann springt in Wasser, dann geht es noch ein bisschen schneller mit der Abkühlung. Habt ihr im Nether keinerlei Möglichkeit, die Hitze loszuwerden. Wenn ihr also Hitze akkumuliert, bleibt sie bestehen, außer eben, ihr habt irgendeine Art von Cooling System. Aber natürlich ist dort das Advanced Cooling System wesentlich besser als das normale Basic Cooling System. Somit also auf jeden Fall das Advanced haben, warum denn nicht? Und ja, dann können wir eben auch im Nether uns relativ schnell und einfach abkühlen und trotzdem im Nether unsere Sachen benutzen, ohne große Einschränkung. Und damit sind wir auch, glaube ich, hier fast durch. Außer, dass wir noch den Mob Proposer haben wollen, einfach weil wir es können. Wobei wir da auf jeden Fall einen RF-Teil einstellen sollten. Ihr seht übrigens, was der jetzt macht. Der zieht nämlich einfach mal Kreaturen von euch weg, so zack. Haha, Mistviech. Aber der braucht halt relativ viel RF, wie ihr gerade vielleicht auch gesehen habt. Nämlich irgendwie 2,5 Kilo RF oder so. Genau, den Schluss müssen wir jetzt nochmal auf ein Keybind binden. Erstmal aber machen wir nochmal schnell die Leggings. Da bauen wir einen Kinetic Generator ein, was ein bisschen witzig ist. Wir wollen uns gleich schneller machen, aber gleichzeitig machen wir uns langsamer, indem wir den Kinetic Generator benutzen und unseren Strom auch durchs Bewegen erzeugen. Und ihr seht, so langsam laufe ich ohne spezielle Unterstützung der Power Suit. Denn ich laufe halt nur mit 50% meiner Geschwindigkeit. Ne? Wenn ich sprinte, sieht das immer noch nicht viel schneller aus. Es ist echt extrem langsam. Was eben daran liegt, dass wir gerade 50% unserer Geschwindigkeit aufgegeben haben, weil wir einen Kinetic Generator haben. Yay. Das heißt also, dass wir natürlich auch nochmal einen Sprint Assist wollen. Zack. Der ist aber hier so extrem stark, dass wir den auf jeden Fall nur so auf höchstens 25% stellen wollen. Denn sonst sind wir ziemlich schnell auf einem Limit, das einfach nur übertrieben ist. Heißt, wir stehen mal auf 25% und ja. Ihr seht mal, wie viel 25% sind. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie viel dann 100% sind. Oder wisst ihr was, ihr braucht es euch nicht vorstellen. Wir machen es mal auf 200%. Ja, das sind 200% Walking Assist, wohlgemerkt. Also normales Gehen. Wenn ich jetzt sprinte, macht das nochmal schneller, wenn ich den Sprint Assist hochstelle. Und das ist dann einfach nur insane. Das flackert mehr, als dass es irgendwie was bringt. Ja, dementsprechend stelle ich den Walking Assist auf jeden Fall nochmal runter, denn sonst ist das echt extrem. Also es ist ein bisschen übertrieben, wie schnell das Ganze ist. Vielleicht auf 20%. Ja, damit kann ich noch besser leben. Das ist noch wesentlich angenehmer. Wenn ich schneller laufen will, sprinte ich einfach. Ach, das ist halt extrem übertrieben. Und dementsprechend wollen wir natürlich einmal den Sprint, das ist auch nur so auf 50%, glaube ich, stellen. Das ist auch vollkommen ausreichend, ne? Ja, seht ihr mal. Das ist doch schon mal eine wesentlich angenehmere Geschwindigkeit, mit der man auch arbeiten kann. Vielleicht, ja, doch, so ist eigentlich angenehm. Dann ist es ein bisschen schöner. Oder vielleicht noch ein bisschen schneller, dann ist vielleicht noch ein bisschen zu langsam für den Sprint. Also vielleicht so 60%. So ganz knapp. Und ihr wisst ja, Perfektionismus und so, aber es ist echt schwierig, die auf exakt null zu bringen. Also muss jetzt ich da meine Perfektionist-Schale ein bisschen klein halten und vielleicht auf zumindest 60,33 oder so zu stellen. Ja, das ist angenehm. Okay, damit kann ich leben. Gut, dann als nächstes Jump Assist. Da mache ich einfach Power hoch, denn es gibt eigentlich nichts, was einen daran hindert, hochzuspringen. Und dementsprechend boing! Ja, das ist ein Jump Assist, der sich mal sehen lassen kann. Aber ihr seht, wir kassieren Damage, wenn wir runterfallen. Und nur dank unserer extrem guten Rüstung relativ wenig. Und dementsprechend müssen wir natürlich noch einmal
gleich etwas anderes einbauen. Zuerst haben wir nochmal einen Swim Boost, den wir natürlich auch vollstellen, damit wir schneller schwimmen können. Und Uphill Step Assist. Denn Uphill Step Assist ist eine Sache, die, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, einem nie wieder nicht vorhanden sein sollen, sollte, können, müsste, was weiß ich. Also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Sache. Oh, es ist so schön. Oh, Uphill Step Assist ist toll. Denn wir können damit eben einfach einen Block hochlaufen, ohne dass wir springen müssen. Und wenn man so hoch springen kann, dass man eben einmal Damage bekommt, wenn man runterfällt, dann sollte man sowas auf jeden Fall haben. Gut, dann aber schauen wir uns jetzt noch als letztes die Boots erstmal an. Und dort bauen wir natürlich einen Shock Absorber ein. Ist ja klar. Und mit 100% Power natürlich sowieso. Denn wenn wir jetzt springen, bekommen wir damit dann wenigstens keinen Schaden mehr. Boing! Und boing! Und ich liebe diese Geräusche, das muss ich auch nochmal erwähnen. Und jetzt können wir einfach durch die Gegend sprinten. Hui! Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Wobei wir echt langsam springen. Das finde ich ein bisschen strange, aber naja, was auch immer. Gut, auf jeden Fall haben wir damit das alles durch und können uns jetzt noch die Powerfest angucken. Was bauen wir in die Powerfest ein? Tatsächlich gar nicht so viel, finde ich, denn wir haben alles andere besser in anderen Tools meistens. Aber auf jeden Fall eine Ultimate Battery, denn warum nicht? Und ein Prototype Omni Probe. Auch wenn ich der Meinung bin, dass das Ding eigentlich fast gar nichts macht, gefühlt, scheint es vielleicht doch was zu bringen, wenn man es für irgendwas benutzt. Was weiß ich. Auf jeden Fall baue ich es ein, weil ich es kann und ich hoffe, dass es was macht. Dann auf jeden Fall ein In-Place Assembler, denn damit haben wir ein mobiles Crafting-Fenster und jeder weiß von euch sicherlich, wie cool ein mobiles Crafting-Fenster ist. Also bauen wir das auf jeden Fall auch ein. Dann wollen wir auf jeden Fall ein Field-Tinker-Modul, wofür uns aus irgendeinem Grund was fehlt, nämlich ein Control-Circuit. Okay. Mit dem Field-Tinker-Modul können wir nämlich einfach so irgendwo im Feld unsere Sachen hier einstellen. Wir können nichts Neues reinbauen, wie ihr seht. Also wir können nicht irgendwas anklicken und was neu reinbauen. Aber wir können zumindest unsere Module verstellen. Heißt, wir könnten zum Beispiel den Thrust unseres Jetpacks untersetzen oder was wesentlich sinnvoller ist, den Sprint Assist einstellen, wie es uns gerade passt. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn wir es mal brauchen sollten. Auch eine tolle Aussage, oder? Ist es sinnvoll, wenn man es braucht? Ja, auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Aussage. Dann wollen wir als nächstes etwas sehr Cooles haben. Nämlich ein Lightning Summoner. Deswegen sagte ich gerade, dass damit unser Psy-Device vielleicht ein bisschen weniger wichtig wird. Denn wenn man einen Lightning Summoner mit Strom hat, wozu dann noch was anderes benutzen? Es ist so cool. Es ist einfach so cool. Und wir haben auf einmal auf einen Schlag keine Energie mehr. Aber was ihr auch seht, oder vielleicht gerade gesehen habt, ist da an der Seite die Leiste. Und ich kann es jetzt schlecht demonstrieren, weil wir gar keine Energie mehr haben und die sich erst langsam wieder auflädt, dadurch, dass ich jetzt erstmal durch die Gegend laufe. Was übrigens witzig ist, das Ding ist ein Perpetuum mobile. Wenn wir laufen. Nein, wir verlieren sogar Energie. Wir gewinnen Energie, wir verlieren Energie. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was wir gerade tun. Aber eigentlich müssten wir Energie verlieren, denn wir generieren Energie aus dem Laufen, das wir aber antreiben, indem wir laufen. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall aber. Haben wir den Lightning Summoner eben und haben gerade gesehen, dass wir Hitze haben. Und wenn ich mal ein bisschen das Ganze hier auflade, ich tue das mal ganz schnell in dem Gerät hier, dann werden wir gleich sehen können. Und Alter. Okay. Ging das gerade wirklich so schnell? What? Okay. Damit ist mal eben meine Energie leer. Was? Okay. Aber wenn wir jetzt eben Summoner, dann seht ihr da an der rechten Seite kurz die Hitzeleiste hochgehen. Und wenn diese Hitzeleiste voll sein sollte oder übervoll, dann fangt ihr an zu verbrennen und Damage zu nehmen. Deswegen solltet ihr auch nicht zu viel Hitze haben. Dann nehmen wir uns noch die Railgun. Die zweite Sache, die auf jeden Fall extrem viel Hitze hat, wenn ihr sie benutzt. Und die auf jeden Fall aber auch enorm genervt wurde. Denn ich weiß nicht, ob jemand von euch vielleicht mal in 1.7er Trident geguckt hat. Ich glaube, da habe ich auch schon in den ersten zwei Staffeln die ein bisschen benutzt. Und ja, die ist echt gut, die Railgun. Die ist echt gut. Habe ich sie gerade auf voll gestellt? Ich hoffe, ich habe sie gerade auf voll gestellt. Sonst bin ich ein Idiot. Denn sonst bringt sie nämlich fast gar nichts, wenn ihr sie nicht auf voll stellt. Ja, Voltage natürlich auch voll, sonst macht sie fast nichts. Und dann Pew! Ja. Eine ziemlich coole Sache, dieses Ding. Und auf jeden Fall eine Menge Damage, die das macht. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber auf jeden Fall eine gute Menge. Dann die Plasma-Kanone. Einfach nur, weil sie cool ist. Dabei ist es wichtig, dass ihr zwischen Amperage und Voltage unterscheidet. Voltage ist, wie viel Explosion das Ganze macht. Und wir wollen halt nicht, dass es Damage macht an unserem Terrain. Also machen wir nur die Amperage hoch, denn das ist, wie viel Damage das Ganze macht. Also nicht am Terrain, sondern halt an einem Entity, was daran getroffen wird. Und es ist ein bisschen verbuggt, das Ganze. Also sieht man nicht so wirklich viel davon. Dass wir das jetzt aufladen, aber wenn wir es abschießen, dann sehen wir einen coolen Ball, der irgendwo hinfliegt und explodiert. Und dann nimmt ordentlich Schaden an Entities, macht die dort stehen. Da sind jetzt gerade keine, aber
er würde es halt tun. Mili brauche ich nicht, Sawblades brauche ich auch nicht, ist mir relativ egal. Das letzte, was ich noch haben möchte gerne, ist ein Blink Drive. Und noch eine Sache, die mein Blink Spell hier etwas weniger sinnvoll macht. Wobei tatsächlich ich sagen muss, dass der Psy Blink Spell aus einem Grund wesentlich sinnvoller ist als der Power Suit Blink Spell. Und zwar, weil er durch Wände geht. Ihr seht, ich kann dann einfach durch Wände durchfliegen. Mit dem hier kommen sie nur gegen Wände, wie ihr seht. Denn der hier benutzt einen Raycast. Ihr erinnert euch noch, aus Psy wahrscheinlich, habe ich ja lange genug darüber geredet, dass der Raycast eben nur an einen bestimmten Block geht. Das heißt, wir können uns zwar zu einem bestimmten Block teleportieren, aber eben nicht durch Blöcke durch. Denn ihr seht, ich komme zwar so weit, aber eben nicht durch einen Block hindurch. Da sind auch keine Blöcke, das ist das ein schlechtes Beispiel, aber hier komme ich eben nur dagegen. Wohingegen mit Psy einfach durch. Und deswegen ist eigentlich immer noch der Psy-Blink besser, wenn er auch kürzer ist in der Reichweite. Aber er geht wenigstens durch Dinge durch. Und das kann ich wesentlich besser gebrauchen, als nicht weit teleportieren zu können, weil ich auch einfach fliegen kann. Hui! Wobei der Flug echt langsam ist, muss ich mal sagen. Gut, dann aber sind wir da, glaube ich, auch durch mit dem ganzen Stuff und sind bei 26 Minuten. Mann, Jan, du kannst echt viel, 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 viel zu langsam reden. Oder erklärst zu viel, das ist die zweite Variante, die bestimmt nicht der Fall ist. Nein, nein, nein. Bestimmt rede ich nicht so viel. Nein, wie kommt ihr denn auf die Idee? Gut, dann aber, lass uns noch um eine zweite Sache kümmern, denn ich möchte noch irgendwas anderes machen, als nur mich um Powersuits beschäftigen. Wobei, bevor ich das tue, eine letzte Sache noch. Und zwar, Night Vision habe ich auf einem Keybind, ich möchte aber natürlich noch ein paar mehr Sachen auf diesen Keybind schmeißen. Und zwar hätte ich gerne noch die Active Camouflage da drauf und auch nochmal das hier. Denn das hier ist ja, wie ihr euch vielleicht noch erinnert, das Modul, um zu schauen, wie momentan die Rüstung aussieht. Ich glaube, wenn ich das jetzt drücke, müsste ich einen Schlag alles ausschalten, perfekt. Und dadurch seht ihr jetzt auch, sind die ganzen Bugs behoben. Jetzt ist unsere Rüstung wieder sichtbar und alles sieht wieder so aus, wie es aussehen soll, nämlich vernünftig halt. Wenn wir die jetzt wieder anschalten, dann sieht auch alles wieder gut aus im Sinne von, jetzt sind auch keine komischen Bugs, wenn das irgendwas auf meinem Kopf raufsetzt. Aber wir sind halt fast nicht unsichtbar. Zack. Und es ist ein bisschen sinnlos, dass ich das immer kopple mit der Night Vision, aber ich brauche halt Night Vision eigentlich nie. Und das ist so ein bisschen mein Spy-Mode, deswegen habe ich das immer so zusammen gemacht. Also P ist mein Spy-Mode, würde ich nicht einstellen, wenn ich halt einfach wirklich alles spy-mäßig haben möchte. Dazu könnt ihr auch Night Vision. Gut, dann aber würde ich sagen, beschäftigen wir uns noch mit ein bisschen weiterem Kleinkram. Denn ich glaube, noch Tinkers anzufangen lohnt sich nicht. Also kümmern wir uns nochmal schnell um zwei kleine Sachen. Zuerst einmal möchte ich endlich dieses Ding hier schließen, denn das sieht hässlich aus. Also möchte ich einmal schnell Panel auswählen, oder Plane vielmehr. Dann brauchen wir eine Plane, die in diese Richtung steht. Zack. Die baue ich gleich mal ab. Und dann brauchen wir aber auch noch eine Plane, die in diese Richtung weitergeht. Das heißt, wir brauchen nochmal eine, die ich so hinsetze, die dann aber eigentlich so da dran muss. Und das geht anscheinend nicht. Kann ich das additiv einstellen? Augenscheinlich nicht. Dann muss ich dich nochmal abbauen und muss stattdessen Line einstellen und dann zack, 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 zack. Und ich hoffe, dass das jetzt reicht. Okay, das sieht sehr, sehr komisch aus. Einmal noch und hier noch und hier noch. Und dann sieht das wunderschön aus. Dann haben wir ein schönes Cover. Es gibt bestimmt einfacher, aber das war jetzt die Möglichkeit, die mir als erstes angefallen ist. Wunderschön. Jetzt ist auch das abgecovert. Das sieht doch gleich viel besser aus. Oh, und das Zweite, was ich nochmal machen wollte, ist einen Boden legen. Denn das ist doch nun wirklich ein hässlicher Boden, oder? Das geht besser. Dementsprechend mache ich mir mal Folgendes. Ein Exchanging Gadget. Das da. Aus einer Mod, die jemand programmiert, den ich sehr geil finde auf YouTube, den ich echt cool finde, von dem ich sehr viel gelernt habe, eigentlich den Großteil meines Mod-Wissens aus der 1.7.10 zumindest habe. Danach habe ich halt weniger geguckt, weil, naja, es nicht so wichtig mehr war. Aber das ist tatsächlich Building Gadgets. Und von wem wurde die programmiert? Von Direwolf. Yep, der hat jetzt endlich mal seine eigene Mod geschrieben. Me Creeps meinte ja, seine eigene Mod, aber ist halt eigentlich gar nicht wirklich seine eigene Mod, sondern eher so halt eine Mod, die eher von... zu der er die Idee hatte, nachdem er eine andere Serie geguckt hat, wohingegen das hier wirklich seine Mod ist, die er da wirklich selber programmiert. Heißt also, wir werden diese Mod mal verwenden und uns ein paar Oak Planks holen. Plank, die Dinger hier, und zwar nehmen wir bitte die Smooth Planks und wir nehmen ein paar von den Planked Planks. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich, wie die Dinger heißen. Und dann nehmen wir uns unseren Eye Chisel nochmal und chiseln die hier auch nochmal gerade zu Smooth Planks. Zack, wunderschön. Und wer von euch meine älteren Folgen geguckt hat, weiß sowieso schon, was ich hier baue. Und zwar natürlich einen wunderschönen Boden, der mir wirklich gut gefällt vom Aussehen her.
und der trotzdem relativ einfach zu machen ist. Also, gucken wir mal, ob das funktioniert. Perfekt. Mit dem Shift-Rechtsklick auf einen Block stellen wir den Exchanger oder das Exchanging-Gadget hier auf einen Block ein. Und jetzt müssen wir noch den Radius erhöhen und ich weiß gar nicht, wie das jetzt nochmal ging. Wie waren nochmal die Kontrollen für diese Mod? Exchanging, Building Gadgets bei B, wahrscheinlich, denke ich mal, genau. Range, Control R, okay, Control R. Und dann ist es 3, 5, 7 und 9 und 11 und 13. Und Alter, wie groß geht denn das bitte? 15? Okay, 15 ist das Maximum. Das ist dann noch, das ist schon echt ordentlich für so ein billiges Tool. Und bling! Wow! Okay! Stimmt, das hat ja diese extrem coole Animation. Und das ist natürlich ein extrem serverlaggiges Projekt, was ich hier gerade tue. Ah! Ich glaube, ich weiß, was passiert ist, warum das jetzt so aussah und nicht anders. Und zwar gibt es folgende Sache in diesem Modpack. Es gibt im Ether ein bestimmtes Ding, was Blöcke im Ether unterschiedlich machen kann, so wie es gerade passiert ist. Und zwar, wenn wir uns mal im F3-Screen einen Block angucken, sehen wir hier unten, Ether Legacy Double Drops is true. Also das hier ist ein Ether Legacy Doppelpunkt Ether underscore Grass. Das ist halt die Item-ID von Ether Grass aus Ether Legacy. Die können wir auch sehen, wenn wir F3H drücken und dann eben mal Ether Grass eingeben. Dann sehen wir, dass exakt das auch die Sache ist. Ether Legacy, Ether Grass. Falls ihr das noch nicht wusstet, F3, Wundersache. Aber wir sehen eben auch, Ether Legacy Double Drops is true. Und das liegt daran, dass wir diesen Block noch nicht abgebaut haben. Und wofür das da ist, ist für Folgendes. Wenn wir uns jetzt einfach mal ganz zufälligerweise ein Skyroot Shovel zum Beispiel basteln und die jetzt benutzen, habe ich glaube ich schon mal erklärt, dass die eben keine Double Drops gibt. Und das liegt daran, dass es eben genau dieses Feature hier gibt. Dass wir jetzt nämlich was hinsetzen und wir sehen, Ether Legacy Double Drops ist false, weil wir den Block selbst platziert haben. Und ich gehe mal davon aus, dass das exakt der Grund ist, warum hier genau das keine Fläche ist. Ihr seht, das ist jetzt ein eigener Block. Ich meine, gut, ist das nochmal. Es ist Dirt, aber wenn da jetzt Gras drüber wachsen würde, wäre es halt genauso. Wir können das wahrscheinlich hier besser sehen. Genau. Hier sehen wir auch, Ether Legacy Double Drops ist false bei dem Block, true bei dem Block. Wenn wir jetzt das hier versuchen zu exchangen, wir exchange dann halt nur die Trues, wir exchange nur die False. Also, das vielleicht nochmal als kleine Einführung in das F3-Menü und auch als sinnvolle Variante, das zu verstehen, warum manche Blöcke unterschiedlich sind. So, und dann sehen wir übrigens außerdem, dass der hier uns alles rot anzeigt. Das liegt natürlich daran, dass wir die Blöcke nicht mehr im Inventar haben. Wir haben viel zu wenig Oak Planks. Also brauchen wir nochmal ein paar mehr Oak Planks. Entschuldigung. Planks, und zwar Oak. Heißt, wir müssen einmal Oak nehmen und uns ein paar Planken machen. Wunderschön. Und dann nochmal schnell den Chisel. Und das alles umzuchiseln. Also Smooth Planks und Chisel, Chisel, Chisel. Ich mag den Eye-Chisel, der ist echt cool. Zack. Dich müssen wir immer in der Hotbar lassen, denn sonst magst du auch gerne buggen. Ich habe jetzt bestimmt schon 3 oder 4 Crashes hinter mir, also ihr dürft das Ding nicht auf den Boden werfen, sonst ist einfach mal euer gesamtes Spiel basically kaputt. So, dann muss ich jetzt nur gucken, dass ich die Range nicht zu groß mache, denn sonst sieht das echt hässlich aus hier. Heißt, ich exchange mal, dass ich hier so mache, ne? So, machen wir so. Und pling! Und dann dauert es eine Weile, bis die Blöcke da sind. Aber es sieht extrem cool aus, auf jeden Fall. Direwolf, du hast echt gute Arbeit geleistet. Das sieht extrem cool aus. So, das da. Und jetzt so. Und dann gucken wir natürlich, dass wir hier nicht zu weit kommen. Und dann exchange ich mal noch den Boden. So, ganz viel wunderschöner Boden. Und da das aber jetzt ein bisschen monoton aussieht, nehmen wir uns jetzt die Planked-Stückchen und schmeißen die einfach random, mit Exchange natürlich nicht mit Blink, irgendwo noch dazwischen. Also wir blinken einfach mal so ein paar da rein. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Irgendwo mal random einfach hinklicken und einfach ein paar davon hinbasteln. Und dann sieht das irgendwann ziemlich cool aus, wenn wir ein paar davon haben. Natürlich mache ich es nicht ganz zufällig. Ihr wisst ja, ich bin zu perfekt, um was zufällig zu machen, wirklich. Immer diese Leute, die einfach random in den Channel reinjoinen und dann irgendwas fragen. Ich meine, ich bin gerade nicht in einem Aufnahme-Channel, also Meep, aber ich bin halt im Anvilcraft-Channel und das ist basically Aufnahme, wenn ich in meinem Team-Channel bin. Naja, auf jeden Fall aber sieht der Boden jetzt so aus. Und das finde ich ist doch ganz cool, oder? Sieht eigentlich ganz schick aus. Und warum ich übrigens natürlich den Exchange-Spell benutzt habe in Psy statt meinem Exchange-Gadget ist natürlich, weil das dann einfacher ist, auf Reichweite zu Exchange. Also halt einfach nur klick, 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 klick machen müssen, statt halt jedes Mal hinfliegen zu müssen und was drücken zu müssen. Das ist natürlich wesentlich komfortabler. Das liebe ich so am Psy. Es kann zwar
theoretisch weniger Sachen, zumindest ist es komplizierter, Sachen zu machen, aber es ist auf jeden Fall auf Range wesentlich cooler, weil man alles auf Reichweite machen kann, soweit man möchte. Und ich habe eine zweite Etage, die mal ganz unauffällig auch nochmal gezeigt werden könnte durch mich. Denn so sieht das Haus doch eigentlich ganz okay aus, oder? Ich bin auch am Überlegen, ob ich ein Dach drauf baue. Wer von euch Paraboard geguckt hat, kennt dieses Design. Ich habe es einfach mal wieder geklaut und ich finde, das ist eigentlich das Schönste, was ich so bauen kann mit meinen Fähigkeiten. Ich glaube, das ist so, das Beste, was ich hinbekomme. Und ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich mir ein Dach drauf baue oder ob das so eigentlich schon okay aussieht. Denn ich mag es so. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schickes Design. Hier oben fehlen natürlich noch die Fenster und ich möchte auch hier die Fenster noch umbauen. Denn so finde ich, sind diese Fenster wiederum zu blockig. Und eine der Sachen, die ich von Green gelernt habe, ja, ich gucke ein, zwei von seinen Videos, denn sonst wüsste ich nicht, dass man so bauen soll, ist, dass wir hier Windows reinsetzen sollten. Also halt wirklich Fensterscheiben und nicht ganze Fenster, weil das auch wieder besser aussieht, weil es halt mehr Struktur reinbringt. Also werde ich wahrscheinlich auch das nochmal tun. Aber genau das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge noch tun. Das heißt also, ich würde sagen, wir beenden diese Folge dann mal hier. Und ich hoffe, es hat euch irgendwas gefallen. Wenn ja, abonniert gerne den ganzen Stuff jetzt on screen und den ganzen Schwachsinn, die da auf YouTube sonst so zeigt und ermöglicht zu benutzen. Ich kann nicht mehr reden. Konnte ich noch nie, wisst ihr ja, aber noch schlechter als sonst. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal Tools an, denn jetzt haben wir eine geile Rüstung. Jetzt fehlen also noch Tools. Und wenn wir coole Tools haben, dann können wir wahrscheinlich den Rest der Folge noch kurz was mit diesen wunderschönen Tools machen, wie zum Beispiel noch vernünftige Glass Panes reinsetzen und so weiter. Und dann sollten wir uns auf jeden Fall mal noch um die Seeds kümmern, die da unten sind. Denn da fehlen noch ein paar Seeds und um Energie. Denn wir haben einfach mal sowas von null Energie. Wir müssen uns dringend darum kümmern, mehr Energie zu produzieren. Aber das machen wir, wie gesagt, alles in den nächsten Folgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!